Jetzt ist es passiert, Nvidia ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Die KI-Blase hat also einen neuen Höhepunkt erreicht und vorab gesagt, ich gönne jedem, der mit der Nvidia-Aktie Geld verdient hat, eben dieses Geld. Man kann in Blasen Geld verdienen, das ist gar keine Frage, aber die Erfahrung zeigt, dass die allermeisten mit solchen Blasen Geld verlieren, weil sie zu spät einsteigen und dann die Blase platzt. Warum ist das eine Blase? Diese Frage werde ich in diesem Video, glaube ich, relativ nüchtern und klar beantworten. Wir haben jetzt um und bei 1,5 Jahre diesen Hype um KI seit im November 2022 ChatGPT gewissermaßen auf die Welt gekommen ist. Und es lohnt sich doch mal die Frage zu stellen, naja, was sagen denn die Unternehmen, die bisher versucht haben, mit KI Geld zu verdienen? Wie schaut es aus mit den Kosten, die sie durch KI haben? Wie schaut es aus mit den Einnahmen, die durch KI erzielt werden? Und hierzu gibt es eine Studie, eine Befragung von über 1000 Unternehmen in den USA. Und die Realität ist ziemlich trist. Die gibt sozusagen einen kompletten Kontrast zu diesem Hype, der gar kein Ende nehmen will, scheinbar um Nvidia. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wir sehen hier nochmal zum Beispiel solche Headlines auf Bloomberg, asiatische Aktien mit einer Rallye wegen KI-Optimismus. Und ich hatte gestern den Simon Betschinger schon zitiert, der sagt, KI ist ein realer Trend. Ein Superzyklus und viele Börsianer würden sich schwer damit tun, einen realen Trend von einem Hype zu unterscheiden. Nun, wir wissen natürlich, der Trend ist da, gar keine Frage, aber die Zahlen, die wir eben durch solche Umfragen haben, zeigen, es ist ein Hype, weil die Realität schlichtweg nicht Schritt hält mit der Erwartung. Genau das ist das Problem. Hier schauen wir uns mal gestern die Heatmap an. Nvidia mit gute 3%, alles oder viele Aktien ansonsten im Minus. Und man hat das Gefühl, wie hier dieser Elefant auf einem Plastikball steht mit Namen Nvidia-Zahlen, Nvidia-Earnings und dieser Plastikball wiederum wird gestützt von zwei Ameisen. Ungefähr das spiegelt das Verhältnis wieder derzeit zwischen Nvidia und den Märkten oder auch hier rechts dieses Bild, diese Balken, die den Gesamtmarkt stützen. Man hat das Gefühl, alle verkaufen alles, um Nvidia zu kaufen. Wir sehen gestern eben die Dickfische im Tech-Sektor, Apple, Meta, Amazon, Tesla und Google, alle im Minus, deswegen die Mag7, also die Magnificent 7, gestern nicht wirklich gut gelaufen, aber natürlich Nvidia, 2,2 Billionen seit Jahresbeginn gewonnen, 375 Milliarden in der letzten Woche, 1,44 Billionen in den letzten beiden Monaten. Okay, und so haben wir jetzt eine Bewertung von 3,34 Billionen Dollar. Damit mehr als die 3,31 Billionen von Microsoft und vor ein paar Jahren. Es war genau vor 24 Jahren, ziemlich genau vor 24 Jahren, nämlich am 24. Mai 2000, Cisco briefly tops Microsoft as most valuable firm. Also das weckt so ein paar Erinnerungen, genauso wie diese Erinnerung, dass Nvidia Enron ersetzt hat. Damals im S&P 500 finde ich einen wirklichen Treppenwitz der Geschichte. However, wir sehen, dass natürlich Optionen hier eine maßgebliche Rolle spielen. Unfassbar großes Open Interest bei diesen Optionen vor dem Verfall am Freitag. Das dürfte ein maßgeblicher Kurstreiber sein. Aber wie ist es denn jetzt mit den fundamentalen Realitäten? Steve Eisman aus The Big Short bekannt, eigentlich ein Typ, der sich da sehr schlau verhalten hat, sagt jetzt also, die US-Wirtschaft ist so dynamisch, wie sie noch nie gewesen ist, weil KI und Infrastruktur sozusagen die Zinsanhebungen der Fed vergessen lassen. Also auch eher in diesem KI-Hype gewissermaßen. Hier sehen wir mal die Price-to-Sales-Ratio des Tech-Sektors. Also wie viel zahle ich für welchen Umsatz? Also praktisch das, kann man sagen, KGV, nicht KGV, also praktisch das, was eine Marktkapitalisierung bei welchem Umsatz passiert. Und wir sehen, da sind wir absolut auf Allzeithoch. Hat es noch nie gegeben, was wir hier sehen. Das heißt, ich kaufe diesen Umsatz, der ja steigt durchaus bei den Tech-Unternehmen, immer teurer ein, kann man sagen. Und das hier ist die Realität. Eine Studie
jetzt von über 1000 befragten Unternehmen, die in The Register erschienen ist, mit dem Titel Payoff from AI Project is Dismal, Business Leaders Complain. No wonder most organizations are slowing their spending. Also die beginnen bereits, ihre Ausgaben für KI runterzufahren, weil sie sehen, es rechnet sich nicht, das ist genau das Problem. Man spricht hier davon, the honeymoon phase is over, also sozusagen die Flitterwochen sind vorbei. Und the financial benefits have been dismal, also man kriegt schlichtweg zu wenig Geld raus in diesem Rausch, in diesem Goldrausch wird zu wenig Gold gefunden, das zeigt, was der Fall ist, und vor allem man hat nicht nur viel Geld ausgegeben, sondern die Kosten für KI steigen weiter, die haben sich ver-14-facht innerhalb eines Jahres, weil es immer teurer wird, die Dinger zu trainieren, weil die Stromkosten steigen, weil die Aufwendungen steigen etc. Das heißt, ich habe eine Struktur bei diesen KI-Geschichten von geringen Umsätzen, die ich damit erziele, bei gleichzeitig steigenden Kosten. Das erinnert so ein bisschen an das Geschäftsmodell der deutschen Energiewende. Du verkaufst für null den Strom, weil du zu viel davon hast, und wenn du Strom brauchst, dann kaufst du ihn teuer ein. Das lässt jeden Hamburger Kaufmann vor Neid erblassen, dieses Geschäftsmodell. Und sehr ähnlich ist es eben auch bei KI, kann man hier sagen. Ich werde Ihnen den Link zu dieser Studie, zu diesem Artikel unter das Video packen, dass Sie das mal selber nachvollziehen. Tech ist jetzt insgesamt so überkauft, wenn wir jetzt mal den Abstand, Prozentabstand zum 50-Tages-Durchschnitt nehmen, wie seit August 2020 nicht mehr. Damals ging es dann 15% zurück. Muss diesmal natürlich nicht sein. Da unten habe ich noch was vergessen, nämlich wir sind jetzt beim RSI in der obersten Perzentile in den letzten 39 Jahren. Und jetzt schauen wir uns mal an, es wird ja immer gesagt, Mensch, Nvidia, ja, aber die Aktie wird ja tendenziell günstiger, weil ja die Umsätze so stark steigen. Okay, dann schauen wir uns doch mal das Price-to-Sales-Ratio an, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz des Unternehmens ist jetzt bei 42, bei Microsoft, die ja auch nicht gerade günstig ist, bei 14, bei Apple, die auch alles andere als günstig ist, bei 8,7, Google ist bei 6,9 und der S&P bei 2,9. Jetzt haben wir praktisch pro Stunde seit 19.04. eine Hinzugewinnung der Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Euro, Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Also Nvidia ist in etwa dreimal so teuer in Sachen Price-to-Sales-Ratio wie eben Microsoft. Und solche Extreme haben wir in der Dotcom-Blase gesehen. Da war es noch extremer. Da hatten wir Price-Earnings-Multiple von 47 im Hochpunkt, während der breite Index nur 16 hatte. Jetzt haben wir 18 und die 10 größten Aktien haben 30. Also wir sehen, Ähnlichkeiten mit dieser Blase sind rein zufällig und überhaupt nicht gewollt, wobei auch der S&P Price-Sales-Ratio als Index jetzt nicht gerade günstig ist, nämlich mit dem höchsten Price-Sales-Ratio seit April 2022 und auch gestern wieder so ein Tag, wo der Nasdaq neue Hochs macht, aber mehr Aktien im Nasdaq auf ein 52-Wochen-Tief als auf ein 52-Wochen-Hoch steigen. Das ist jetzt die letzten 9 der letzten 20 Tage passiert, hat es so noch nie gegeben, hatten wir in der Dotcom-Blase einige Male, jetzt haben wir es immer öfter, jetzt der RSI im Fünfer bei 95,4, höchster Wert seit 2021, also ist er ein bisschen ausgereizt, könnte man vermuten, aber gut, Equal Weight, also die gleichgewichteten Aktien jetzt mit 12 Handelstagen in Folge schwächer als der marktgewichtete Index, damit bei den von den letzten 21 Tagen war das 19 Mal der Fall, also fast immer, kann man sagen. Und einer der Megacaps hat jetzt bekannt gegeben, oder Insider sagen, die Vision Pro, also diese Zauberbrille, Geld, die wo Apple gemacht hat, ja, die also dann, glaube ich, auch einige 100 Milliarden an Marktkapitalisierung gebracht hat, sich aber als Rohrkrepierer herausgestellt hat, da wird man jetzt sozusagen das nicht weiter verfolgen. Man will jetzt also eine Billigversion bringen, weil man festgestellt hat, dass das Ganze ein bisschen teuer ist. Ridiculously priced, so Max. A ton of useless and or unnecessary features, so schreibt er hier, also ist
Eigentlich ein ziemlich misslungenes Produkt in der Summe und der Markt sagte, lass mal stecken, Apple. Apple bleibt sozusagen damit komplett abhängig vom iPhone. Jetzt gucken wir mal auf die Wirtschaft im Allgemeinen und im Besonderen. Und da stellen wir fest, dass die harten Daten immer schwächer werden. Wir hatten jetzt gestern die Einzelhandelsumsätze sehr, sehr schwach, vor allem Vormonat nach unten revidiert. Wenn die Stimmungsdaten besser sind, die haben sich erholt, aber nicht die harten Daten haben sich erholt. Und das in einer Situation, wo jetzt das CBO, also das Budget Office, überparteiliche Budgetgremium, wenn man so will, des amerikanischen Parlaments jetzt gesagt hat, hups, die Schulden werden doch wohl um 400 Milliarden höher sein, als jetzt zuletzt berechnet. Wir dürften ein Defizit von 22,1 Billionen haben zwischen 2025 und 2034. Also das geht immer weiter nach oben und diese Prognose des CBO beinhaltet keine Rezession. Ganz wichtig, keine Rezession. Gestern haben wir gesehen, eine sehr gut laufende Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen, also Staatsanleihen mit 20 Jahren Laufzeit. Da gab es also gute Nachfrage. Gestern gleichwohl auch der Tag, als die Schulden der Amerikaner um 70 Milliarden Dollar gestiegen sind. An einem einzigen Tag auf jetzt 34,75 Billionen. Das war der größte Tagessprung seit Februar. 70 Milliarden Dollar sind um und bei ein Drittel des griechischen BIPs, also alles, was Griechenland, die Griechen, griechische Firmen, die griechische Wirtschaft in einem Jahr erwirtschaftet. Davon wird ein Drittel mal eben in den USA neue Schulden gemacht und deswegen spielt die Zinsfrage natürlich eine große Rolle. Wir haben gestern Mixed Signals bekommen, sozusagen gemischte Signale. Muslim zum Beispiel von der Fed sagt, könnte einige Quartale dauern, bis die Daten wirklich eine Zinssenkung rechtfertigen, loben. Zum Beispiel auch, ich bin besorgt über die Upside-Risiken bei der Inflation. Kugler dagegen, ja, man sieht, dass die Wirtschaft sich abschwächt. Goldspeed, der sagt, also die letzten CPI-Daten, die letzten Inflationsdaten waren exzellent. Wir sehen, dass die Zinssenkungserwartungen gestiegen sind, weil eben die Einzelhandelsumsätze so schwach waren. Aber wir sehen eben, der Arbeitsmarkt wird immer schwächer. Darüber können die problematischen Non-Farm-Payroll-Zahlen nicht hinwegtäuschen. Wir sehen hier, Permanent Job Losses sind deutlich angestiegen. Normalerweise passiert das immer vor einer Rezession. Das war vor der Dotcom-Blase, vor der Finanzkrise und vor der Pandemie eben auch so. Und jemand oder ein Land, das derzeit immer mehr in den Fokus kommt, Stück für Stück, weil dort offenkundig ja noch eine gigantischere Immobilienblase der Fall war bis vor kurzem, aber jetzt fallen die Immobilienpreise. Die Wirtschaft in Kanada bekommt ein richtiges Problem. Wir haben jetzt Rekord-Shortquoten auf den Loonie, also auf die kanadische Währung. Wir sehen, dass die Mortgages abstürzen, also die Hypothekenanträge. Das zeigt, dass dieser Markt implodiert, also der kanadische Immobilienmarkt implodiert. Die Preise waren ja unfassbar gestiegen in einigen Regionen Kanadas. Und wenn wir jetzt einmal nach Japan springen, okay, sehen wir, the music just stopped, der Bankengigant Norin Shukin muss jetzt wohl 63 Milliarden Dollar an Staatsanleihen, US-Staatsanleihen wie auch europäische Anleihen verkaufen, denn es gibt da nicht so etwas wie dieses BTFP-Programm bei den Amerikanern. Norin Shukin besitzt 20% aller in Japan gehaltenen, von japanischen Banken gehaltenen ausländischen Staatsanleihen und Japans Premierminister Kishida wird sich wohl bald einer Neuwahl stellen müssen. Die Unruhe, die politische Unruhe, die Unzufriedenheit ist sehr, sehr groß in Japan mit der Entwicklung. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die erste, eine 591.078% Rallye zum wertvollsten Konzern in vier Charts. Was ist da los? Alles total gerechtfertigt, gar keine Frage. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen das. Erste Empfehlung, bitte gerne weiterempfehlen. Und jetzt diese Studie, diese Umfrage, die bei The Register gebracht wird, da packe ich Ihnen den Link dahin. Es ist kein Zufall hier, dieses Bild, wo der Nvidia-Chef auf der Brust der Dame hier seine Signatur hinterlässt, dass das wohl ein Bild sein wird, an das wir uns erinnern. Also hier sozusagen der Abgleich mit der Realität in diesem Link. Und dann möchte ich auch noch empfehlen, schauen Sie sich mal an, was Fred Hickey, ein erfahrener Investor,
zu sagen hat, der eben die Dinge hier sieht, der die US-Wirtschaft, interessantes zur US-Wirtschaft sagt, der sehr interessantes zu KI sagt. Also ich bin da nicht allein unter der Sonne, der sagt, Leute, ich habe schon manch eine Blase gesehen und das ist eine Blase. 100% würde man in Italien sagen. Also diese drei Empfehlungen möchte ich Ihnen anheimgeben. Heute das Makroflüster etwas früher, weil mich die Deutschen schauen dann gegen die Ungarn, gell, um 18 Uhr. Also ich schaue, dass ich es vor 18 fertig habe. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.